Ich habe halt so die Befürchtung, dass hier es sind zwei Schubladen. Genau sowas. Genau vor sowas habe ich Angst. Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Festhalten! Okay, Chat, wir brauchen Schlüssel. Hier ist er nicht. Auge nichts, das macht den Leuten nichts. Egal, ob du Sub bist oder nicht. Die sind immer so nett. Im Zimmer hat er gesagt, umsehen, ne? Aber habe ich mich nicht schon überall umgesehen? Hä? Habe ich irgendwas nicht angeguckt? Ich wasche mich nochmal. Das Wasser behälter. Es ist voll mit klarem Wasser. Da ist noch genug Wasser im Becken. Meine Hände sind sauber. Meine Hände sind sauber. Ja, dann steck doch den... Meine Hände sind sauber. Den Fuß rein. Meine Hände sind sauber. Aber hat er nicht gesagt, im Zimmer? Ist so nett, nicht irgendwas mit Musik? Ja. Abgeschlossen. Gut, ist so nett. Ich hab Bonbons. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Warte mal jetzt. Mach nochmal sauber. Meine Hände sind sauber. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Meine Hände sind sauber. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Also, ich dachte, dass es ja ist wie in einem Ressourcenspiel. Seine Hände sauber sind das auch. Das heißt, bei jedem Waschen. Hände waschen, wird das Wasser weniger. Aber das ist eine Schüssel und ich tunke meine Hände rein. Das heißt, die wird nie weniger. Die wird niemals leer. Also irgendwann schon, aber das dauert nicht. Okay, was machen wir denn mit der? Saubere Hände scheinen wichtig zu sein. Ja. Was haben wir noch? Wir haben die Asche. Und jemand zu... Mache ich jetzt meine Hände dreckig, um die Asche zu aschen? Mal gucken. Ich habe eigentlich nur noch die Asche, oder? Habe ich euch noch irgendwas gesagt mit Merken? Ich meine, den Hammer hatten wir. Vielleicht muss die Schüssel gewechselt werden. Lass mal Hände dreckig machen. Nur Asche. Nur Asche. Was auch eine wichtige Frage wäre, die Bretter, die ich abgenagelt habe, kriege ich die wieder? Ich bin auch unsicher, ob deine Hände sauber sind. Ich benutze auch Rechtsklick. Ja, hier. Schokoladenbonbons das mit ja, also Mandeln. Das ist dann Rechtsklick. Die mochte ich schon immer. Das ist ja dann Rechtsklick. Kann man da Rechtsklick machen? Da kann man doch nicht rechts. Kann man da Rechtsklick machen? Ich dachte, es geht nicht. Ich hab's mal versucht. Es geht noch weiter. Oh mein Gott, es geht da noch weiter. Hä? Da geht's gar nicht weiter, du lügelst. Du Pfeil. Geht das in den Szenen? Also wäre das jetzt einfach mit der Schlüssel einfach nur Rechtsklick? Warte, wir gucken. Oh, warte, das ist die Truhe. Ich versuch's hier.
hier geht nicht rechts. Warte, das muss ja wohl auf. Das geht nicht. Geht nur, also, warte, hier müssen wir sein. Da geht nur Linksklick. Was macht eine YouTuberin in dem Sie Kamin? Sie ist abgeschlossen. Was? Habe ich das falsch in Erinnerung? Weiß ich nicht. Warte, vielleicht. Wir testen es einfach. Was bleibt uns anderes übrig, nicht wahr? Im Kamin. Wir können testen. Aber ich dachte, ich hätte schon gedrückt. Aber man merkt sich ja immer falsch, ne? In der Asche funkelt etwas. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Ich wollte jetzt meinen Tisch nicht umschmeißen. Wirklich. Also apropos Mittelfinger, der ist ja entzündet. Wir brauchen, glaube ich, wirklich einen Mittelfinger-Emote. Ganz ehrlich, mir reicht's langsam. Oh. Oh. Nein, Birma, das, also Steuerung erklären und Steuerung erklären ist nicht Backseat Gaming. Da kannst du auch einfach sagen, hey, du dumme Kuh. Es gibt, also du solltest vielleicht auch mal, also Rechtsklick auf die Sachen im Dings machen. Kann man drehen? Ich habe kurz mal gelernt, man kann drehen. Okay, warte, Ränder. Ich teile erstmal die Ränder. Das ist eine Ecke. Klicken die aneinander? Die klippen nicht aneinander. Ja, sehr gut. Ich hasse alles. Das ist creepy, das Auge. It's the eye of the tiger. Dö. Guck mal, das ist das Gesicht. Fertig. So. Nee, das passt nicht. Aber du müsstest hier passen. Oder? Nee, ist zu gelb. Egal. Erstmal so. Hey, ich sing gerade Musik, hör auf! Was weiß ich denn, wie rum das gehört? Ich glaube, das unten. Das sieht aus wie Klamotten. Das sieht aus wie ein Schritt oder so. Seht ihr? Da ist, also. Hä, was ist das denn? Seht ihr? Das sieht aus, als ob hier jetzt unten der Penis kommen würde. Seht ihr das? Und das ist die Mumu, oder was? Entschuldigung. Mann, geh mal mit deiner haarigen Angelegenheit entfernt weg. Das sind die Haare. Das heißt. Und wartet, wir sollten. So. War das jetzt richtig? Ja, ich hab's richtig gedreht, ne? So. So. Das sieht aus wie Haare. Jetzt mach das doch mal da weg. So. Es sieht irgendwie so aus, als ob es da hingehört. Aber irgendwie dann auch wieder nicht. Oh. Mach mal weg jetzt. Nee, das gehört da hin. Nee, dann gehörst du da aber nicht hin. Nee, du gehörst irgendwo. Nee. Nee, falsch. Alles falsch. Alles blöd, alles falsch. Hm.
Was ist das? Keine Ahnung, mach weg. Was ist das? Oh, das ist eine Ecke. Ich dachte echt, das gehört irgendwie da, aber das ist scheinbar nicht genug. Jetzt mach das doch mal weg jetzt. Das, was halt echt blöd ist, die Ecken fehlen. Machen wir hier weiter. Das sieht schon aus, als ob das passen könnte, aber das passt farblich halt eigentlich nicht. Wo habe ich denn eine Ecke? Warte, wir haben eins Ecke, zwei Ecke, drei Ecke. Haben wir noch eine Ecke gehabt? Die Frage ist halt, ob das eine Ecke ist. Das passt so gut. Hm. Irgendwie passt es überall, kann das sein? Oh. Die Speer früher waren gemein. Aber das sieht nicht aus, das passt. Das ist alles fies, Chat. Wo kommt denn der Dreck hin? Dieser Siff-Siff. Man macht das doch mal weg. Ach, hier sind ja noch... Oh, toll. Ist das eine Ecke? Oh, das ist eine Ecke. Hab die Ecke gefunden. Dann du dahin. Alles gut, wir sind wieder auf Kurs. Auf Kursula. Nee, das sieht blöd aus. Obwohl das vom Fleck her passen könnte. Ich glaube halt nicht. Keinen rechten Winkel unserem Spiel. Du hast recht, sorry. Wir haben jetzt alle Ecken. Mein Bild, das hat 1000 Ecken. Warte, ist das einfach der Dreck der Schatten da? Es ist einfach der Dreck der Schatten. Okay, das ist wahrscheinlich Feuer. Nehmen wir alles zurück. Es ist kein Dreck. Es ist voll voll. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. Ich glaube, es ist alles falsch rum, kann das sein. Warte mal. Aber das sieht aus wie der Kopf da oben. Wo ist mein Auge? Das da. Guck mal, das sieht doch aus, als ob es da hingehört, oder? Oh nein. Oh nein, es gehört nicht dahin, oder? Ich hab. Okay, ich habe hier noch... Okay, warte, du kommst auf jeden Fall nicht dahin, sondern du kommst in die Ecke da. Aber in der Regel mache ich nicht so komische Sachen. In der Regel sehen die Sachen ein bisschen hübscher aus, was ich mache. Momentan habe ich ein 5000-Teile-Puzzle von Pokémon, aber das nicht so, das macht nicht so viel Spaß. Ach, das ist ein Kinn. Ja gut, hätte ich fast erkannt. Also das ist nicht so schön. Das ist so ein bisschen... Das bisschen nicht so schwer, wisst ihr? Oh, warte, das ist ein Stück Ecke. Ich dachte, das wird zum Gesicht gehören, aber das gehört nicht zum Gesicht. Das ist halt echt ein bisschen dunkel. Da? Ja. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber wer könnte das Foto in den Kamin geworfen haben? Und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen? Oh, danke. Danke, Chat. Okay, merkt euch, alles, wo wir schon mal waren, Rechtsklick drauf. Das sieht ein bisschen aus wie Henry, oder? Man kommt endlich Slots, ja, ne? Oh Gott, nee, wenn das Fotoalbum auch so zerrissen wäre, oh mein Gott. Wen frage ich denn jetzt danach? Bates? Ich frage mal Bates.
Mein Hut, der hat Dry Ecken. Kann ich jetzt auch rechtsklick? Da geht nicht rechtsklick. Geht hier rechtsklick? Nein. Hä, warum ist genau bei dem einen rechtsklick? Warum bei dem einen hier rechtsklick? Ich bin so sauer, ne? Ich bin einfach so enttäuscht. Kann ich ihn rechtsklicken? Er sieht müde aus. Ihn kann ich rechtsklicken. Ich habe eine Frage an Sie, Bates. Ich habe ein Foto gefunden. Zu Ihren Diensten, Sir. Ja, Tandori, ja, richtig. Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ich habe gerade verstanden. Ich frage mal, Babe. Ja, wäre ja auch nicht falsch. Dry Ecken hat einen Hut, der trocken ist. Oder Alkohol drin hat. Wer ist das denn nochmal in unserem Kamin und warum säuft ihr so gutes Zeug weg? Gute Frage. Er scheint ein ruhiger Mensch zu sein. Er arbeitet erst seit ein paar Jahren bei uns. Ich kenne ihn nicht. Hä, wir haben doch schon geredet. Komischer Typ. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Bist du es du oder hast du Verwandtschaft? Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Nein, Sir. Ich glaube nicht. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. Ich will Sie nicht länger stören. Der lügt. Der lügt. Ich fühl's im Urin. Okay, hier geht auch kein Rechtsklick. Dieser gerne mit dem blutigen Hexer. Ja, ja, super ruhiger Typ, ne? Kann ich das Foto einfach hexen? Ich meine, jetzt, wo ich es fertig habe. Okay, hier geht auch kein Rechtsklick, leider. Aber ist schon wieder Blut drin? Schade. Minus bei Minus, ja. Ist eigentlich der Butler oder der Gärtner der Mörder? Auf jeden Fall der Gärtner. Bates würde niemals sowas tun. Der macht nur Motel auf. Also deswegen. Niemals würde der da einfach jemanden vom Turm stoßen. Also. Der ist schon anspruchsvoller. Dann gehen wir zu ihm, wenn wir schon draußen sind. Er ist ein Hinterwäldler, aber er arbeitet hart. Das ist eine aber nicht innere nett. Stimme sagt mir, dass ihm nicht zu trauen ist. Der hat Arnos Stimme, der ist toll. Morris, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Was möchten Sie, Sir? Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Daddy! Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt. Tschö. In Ordnung, Sir. Ihm ist nicht zu trauen. Ja, ist zu offensichtlich. Also, Entschuldigung, wenn der Hauptcharakter in den ersten 5 Minuten schon sagt, dass dem nicht zu trauen ist, dann ist der nett. Dann ist der super freundlich. Ganz schön wieder, weil das so wenig liegt. Der macht die ganz klein. Wir gehen mal zu Elisabeth. Victoria. Man, ich weiß nicht warum, aber das ist eine Elisabeth für mich. Naja, Queen Victoria, Queen Elizabeth. Ich meine, ne? Bleibt ja in der Familie. Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel. Guck Foto. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Kannst du? Ja. Cool, danke. Weißt du, wer dieser Mann ist? Das Gesicht kenne ich irgendwoher.
Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto, aber es ist die gleiche Person. Ist es auch dieselbe Wer Person? Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Ach, neben dem Stall? Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann veränderte er sich auf einmal komplett. Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Ich werde hier einfach von Person A nach Person C geschickt. Das geht die ganze Zeit so rum. Also ich kann dir da nicht helfen. Aber ich glaube, der hat schon mal was davon gesagt. Foto ist nicht von Heidi. Wer weiß. Person. Robert! Darf ich dich eine Sekunde stören? Vielleicht auch zwei? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Robert, sieh dir dieses alte Foto an. Weißt du, wer das sein könnte? Nein, ich kenne diese Person nicht. Warum fragst du? Ich habe es in einer Schublade gefunden. Ich habe keine Ahnung, wer es dort gelassen hat oder wer diese Person ist. Ich wollte nur wissen, ob er dir bekannt vorkommt. Nein, leider nicht. Das Foto, über das wir gestern gesprochen haben, habe ich Victoria gezeigt. Sie hat den Mann erkannt, meinte, er hätte eine Zeit lang in der Nähe des Schlosses gelebt. Bist du sicher, dass du ihn nicht erkennst? Lass mich das Foto noch einmal sehen. Robert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat Ähnlichkeit mit einem Patienten im Sanatorium. Möglicherweise ist er das sogar. Ich verstehe aber nicht, woher dieses Foto stammen könnte. Vielleicht können wir es herausfinden. Wer würde das Foto eines Verrückten ins Schloss bringen? Und warum? Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Schlaf gut, Steffen, träum was Schönes. Foto fragst du nicht, passiert schon A38. Es hat aber schon also ein bisschen Ähnlichkeiten, die es aufzeigt, würde ich sagen. Okay, Rechtsklick geht hier nicht. Schade. Hier geht auch kein Rechtsklick. Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Kann ich es waschen? Nein? Ich wasche erstmal Hände. Meine Hände sind sauber. So viele Pfui-Pfui-Wörter. Nur weil du Sauberkeit nicht magst, Tandorian. Ja, das ist trotzdem kein Pfui-Pfui-Wort. Meine Hände sind sauber. Entschuldigung. Auch ein Gemälde vom Märchenkönig von Bayern. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Ach so, hat er nicht... Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Oh Gott, ich habe Rechtsklick gemacht, warum? Herman hat versprochen, dass ja, ich ja, muss... Das war aber fies. Das war echt fies. An den würde ich mich auch also erinnern können. So wie der aussieht. Oh mein Gott. Hat der mal in den Spiegel geguckt? Okay, also. Wir haben jetzt mit allen geredet. So. Dann gucken wir jetzt doch noch mal ganz kurz, ob wir in our room kommen, um da irgendwas zu machen. Okay, also, der Spiegel nicht. Da ist nicht Rechtsklick. Warte, wenn ich die aufmache, konnte ich auch nicht mehr anklicken. Richtig? Richtig. Weg. Weg! Warte, aber wenn ich da hingehe,
Da kann ich ja nirgendwo, oder? Achso, das war das Zahnrad. Apropos Zahnrad. Stream 2. Genosympathikus. Ja, ja, das kenne ich. Habe ich den Teppich unter so? Ey, das ist ja richtig mies. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Schlüssel! Schlüssel! Oh mein Gott, das ist ja richtig mies. Das heißt, selbst wenn ich... Oh mein Gott, ich werde immer nur Schlüssel sehen, meine ich. Türrahmen stand da eben. Wo? An der Tür? Wirklich? Ernsthaft ja? Jetzt nee, oder? Du dummes Stück Scheiße. Nicht da ohne. Kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Da kann... Ich werde Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein muss. Und vor allem hätte ich das Rechtsklick-Ding nicht gehabt, hätte ich es nicht machen können. Was eine Kacke! Vor allem, weil du guckst da ja nicht, weil der Flur... Ich bin ja da nur so... Ich hätte es niemals gesehen. What the fuck? Kackspiel. Das ist echt mies gemacht. Ja, wirklich. Erstmal die Bibel lesen. Meine Bibel, oh. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Was soll denn das mit dem Age-Shaming hier? Jetzt? Müsste noch funktionieren. Es ist kein Film drin. Und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Dann mal doch ein Bild. Ey, ich bin so sauer. Danke, Runaway. Danke, dass du also mehr da oben hingeguckt hast als ich. Vorher hat man das auf irgendwann gebracht, ne? Hä? Was war das? Das sah ein bisschen aus das sah ein bisschen aus wie so Batterien, so große, wisst ihr? So. Das kenne ich natürlich nicht. Danke, Tani. Das wusste ich nicht. Ey, jedes Mal denke ich, da sitzt eine Frau mit schulterlangen braunen Haaren. Oh. Wisst ihr, so diese schönen, die so hier so aufhören und dann so diesen Up haben. Brie. Brauchen Sie etwas, Sir? Nee. Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Wo kriege ich jetzt Filmrollen? Genauso needy wie ich. Was? Das stimmt gar nicht. Niemand könnte so needy sein wie du. Sie ist alt, aber sie funktioniert. Hier, das sieht genauso aus. Kann ich einen Bonbon reinstecken? Schade. Wer hat denn Film? Ich sehe auch überall Frauen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht. Also, das stimmt nicht. Ich sehe Trauer in ihren Augen. Er blickt dir in die Seele. Ich rede später mit ihr. Mann, aber ich brauche doch einen Film. Hat nicht jemand irgendwo hier einen Film? Die Tinder-Bewertung. Ich dachte echt, Bates hilft mir. So, wo? Herman hat versprochen, dass ich muss um den mächtigen Monolithen herum wurden alte Symbole und Zeichen in den Boden graviert. Heutzutage kennt niemand mehr ihre Bedeutung. Brauche ich überhaupt einen Film oder ist schon ein Film drin? Ich meine, manchmal sind Spiele so einfach.
Der Robert vielleicht. Wir gucken einfach mal. Es war kein. Hat er gesagt? Ich höre ihm nicht mehr zu. Der redet zu viel. Schade. Kein Film ist ein Film ist kein Film. Wie sagt man so? Und ein Foto reicht mir ja. Auf Netflix gibt es Filme. Stimmt eigentlich. Wo ist denn der Laptop? Wo ist der Fernseher hier? Was ist denn das für ein Service? So, gehen wir zu Robert. Was ist denn der Robert eigentlich? Ich hab vergessen. Ich meine, er arbeitet hier. Robert! Okay, ich habe auf jeden Fall was. Ich glaube, der gibt mir einen Film, glaube ich. Ein Mensch? Nee. Brauchst du etwas, Samuel? Ja, einen Film. Ich möchte dich etwas fragen. Na also. Oh. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Oh. Weißt du, wo ich einen bekomme? Geh ins Kino. Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Eigentlich. Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind Schlüssel. In meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang. Ja. Du kannst Schlüssel. Sie nicht verfehlen. Danke. Ich gehe und hole sie. Schlüssel. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Na, bei dem Gesicht will ich auch keine Selfies machen. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Abgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Ja, Sohn. Ja, aber was macht der denn? Der muss ja, der hat ja ein Arbeitszimmer. Der muss ja irgendwas arbeiten, oder nicht? Danke. Er kann ja ich auch bringe Streamer ihn gleich sein. Wieder. Klar. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Bestimmt App-Entwickler oder sowas Nutzloses. Ja. Sein Job ist reich sein. Ach nee, wir müssen ja... Entschuldigung. Entschuldigung, der Dachboden ist meistens oben, nicht unten. Weil, also ich weiß, das ist sehr verwirrend, weil es heißt halt Dachboden und Dach... Also, und Boden widersprechen sich meistens so ein bisschen, ja, ich weiß, weil Boden unten, Dach oben, aber ein Dachboden ist tatsächlich oben. Dachboden und Keller verwechsel ich. Ich habe tatsächlich super lange Dachboden und Keller im Englischen verwechselt. Hoffentlich funktioniert das. Arzt, der von Bind war, glaube ich. Nee, der Hermann ist doch Arzt. Also der unten in der Bibliothek. Oder haben wir zwei Ärzte? Können wir. Ich bin aus der Übung, aber ich glaube, der Film ist richtig eingelegt. Mit Essig und Öl vielleicht? Der Dachboden in einer Doppelhaushälfte. Willkommen in Deutschland, dem Land der Widersprüche. Yep. 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 So, darf ich jetzt ein Foto machen, please? Please. Guck. Mach Luki Luki, mach Foti Foti. Jetzt muss ich nur noch den Film entwickeln lassen. Aber wo kann ich das tun? Robert! Robert! Ich muss ihn nochmal stören. Also da konnte ich ja natürlich... Also ich wusste natürlich nicht. Also, ne? Soweit habe ich natürlich nicht gedacht als Samuel. Aber hey, Robert. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher.
Also ich muss den Film entwickeln lassen und also die Entwicklungsländer sind mir zu weit weg. Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Oh, danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Nö. Ja, ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Uffi, leider war mein Inventar ein bisschen voll, hä? Ja, ich bin Donnerstag wieder da, keine Sorge. Die Show geht weiter und so. Dann gehen wir mal nach Willow Creek. Wartet, ganz wichtig. Nach der Kacke mit dem Türrahmen, ne? Vor allem hier weiß man halt auch gar nicht, wo man war. Also, wenn das abschmieren würde, ich hätte super Schwierigkeiten einzuordnen, wo wir genau wo genau halt der Speicherstand war. Immer rüber, der nicht so lange in der Sonne liegt. Gut durch, Bert. Ich gehe nach Willow Creek. Ich bleibe hier. Ich wüsste nicht, was ich in der Umgebung... Hä? Jetzt funktioniert es. Hä? Hä? Keine Post. Oh, es ist traurig. Hä? Muss ich Elisabeth, Victoria fragen, ob ich gehen darf oder was? Ich habe keinen Grund zu gehen. Achso, Entschuldigung, ich wollte eigentlich ins Schloss zurück. Die andere Seite. Dann lache ich halt allein. Sebi, wir lachen innerlich. Das heißt, wo habe ich denn... Wo habe ich denn nicht? Wo habe ich denn nicht geguckt? Ich bin mir eigentlich nirgendwo sicher, dass da nichts ist. Beim Haupteingang vielleicht. Aber da habe ich auch geguckt gehabt. Ich erinnere mich an diese Wurzelranke. Wo habe ich denn nicht geguckt? Ich gucke jetzt nur noch da oben, das Rote. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Das sehe ich mir näher an. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Was könnte das sein? Ich dachte wirklich, ich hätte alles abgesucht. Also das wäre jetzt auch nicht... Also das war jetzt nicht so... Ach, was ich mir nicht genau angeguckt habe, weil ich dachte, da gibt es was. Gibt es nichts mehr. Ach so, da, ja hier. So, niemals. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe mir alles angeguckt. Was ist das jetzt? Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Stecken Bonbon rein. Wäre nicht mehr ganz gemein gewesen. Robert, Hilfe! Nee, hier. Irgendwas. Wir haben uns schon alles gesagt, was zu sagen war. Okay, dann halt nicht. Hier. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Hört sich an, wie nach dem Schluss war. Ja. Das stimmt ja wohl. Hätte man vorhin schon gesagt. Ja, weil ich vorhin gesucht habe. Richtig, richtig. Deswegen dachte ich, habe ich alles abgesucht. Ach, keine Ahnung. Ist alles schwierig. Weil entlocken, wenn man nach Stunden rumlaufen merkt, dass man zwei Pixel übersehen hat. Ja, ist toll, ne? Was ist das da? Was soll das? Ich sehe das, aber das sind Zeichen drauf. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es dahin gehört, aber. Aber tot ist da? Nö.
Nö. Der da, der ist doch so belesen. Der kann mir doch bestimmt sagen, was das ist, oder? Hallo, Hermann? Hermann hat versprochen. Nein, muss gut, danke schön. Danke, Hermann. Vielen Dank. Danke für die Hilfe. Er ist ein toller. Das ist so ein mächtiger Strauch. Ich fand ihn auch überragend, überwältigend. Absolut gigantomatik. Absolut wowie. Bates, du bist zwar nur Butler. Bates? Aber Butler kriegen alles mit. Sind ja, verwandt Sir. Mit Butler, wa? Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen dort, wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Bist wohl da Butler, bin ich nicht wa? So optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Was für ein Collier? Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Sie mich jetzt Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Oh, das hätte, er das weiß vielleicht ja. mehr als ich. Das wäre naheliegend. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich war schneller. Ja, weil ich nämlich immer schneller bin als ihr, weil ihr nämlich Delay habt. Ihr könnt gar nicht schneller sein als ich. So. Ich hatte gerade wirklich, als du gemeint hast, da wo du gefühlt weniger so... Ich hatte das so, auch diese Szene. Ich weiß nicht, warum. Da hast du recht, ich weiß. Danke. Hör ich öfter? Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich verspreche gar nichts. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Dann arbeite halt mal. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Ich habe eine Menge Geld. Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Mal gucken. Bomapst, ich dachte, es bleibt unter uns, dass wir das zusammen schon gespielt haben. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir, aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Ja, dein Job wohl auch nicht mehr. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Ich habe gar nichts. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir.
Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Oh nein, haben wir schon mal hinter der Tür geguckt? Haben wir schon hinter der Tür geguckt? Nur so, also als Vorsicht. Darf ich jetzt gehen? Oh, ich darf gehen! Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja, es ist schon so lange her. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Ich habe ein bisschen Angst. Stream 5? 5? Nicht 6? Das Tutorial ist jetzt vorbei. Sag mal, wie sind wir so in der Zeit, wenn das Spiel angeblich 16 Stunden dauert? Also so, also bei anderen Streamern. Ganz gut. Die Treppe also zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Toll. Sind wir einfach richtig scheiße. Toll. Nur weil sich wieder alles darin vor mir versteckt. Eine Menge Schmutz. Na, dann geh doch rein. Wer das wohl ins Wasser geworfen hat? Oh, das geht immer noch. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Das sind 30 Minuten, das ist safe. Oh, eine Weide. An der möchte ich mich weiden. Sie muss Jahrhunderte alt sein. Kein Altersframing. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Was ist denn mit dem? Du siehst wunderschön aus. Lass dir nichts von diesem Penner da erzählen. Es ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Zum Pub? Ja, tschüss. Eingeweide. Typisch. Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen? Ein bisschen zu oft? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht? Was gibt's zu essen? Die Tageskarte. Mhm. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Nein! Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Ich mag kein Wild. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Leer. Der hat gar nichts gesagt. Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Ich bin nicht Meine fremd. Meine Mama hat es mir ich verboten. Ich bin nicht fremd. Deine Verrätst Mutti du kennt denn mich. Verrätst du Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Willst du ein Bonbon? Ja, gerne. Komm doch zu Sind meinem Bett. Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Ja, Schoko mit Mandel. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Hm, eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Also jetzt mal ganz ehrlich. Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hallo? Hey, war doch nur ein Spaß. Oh, dieser ungezogene Typ. Ich meine, also... Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sein Sie Vater, sind auf jeden hä? Fall noch voller Bier. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Können wir ihn mitnehmen? Also das Fass, nicht den komischen Bengel da. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Es müsste mal ausgeleert werden. Wenn er das sammelt für irgendwelche Blumen oder sonst was, dann wird er das nicht ausleeren wollen.
KDM, Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Okay, den nehmen wir mit auf dem Rückweg. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Bloß Wäsche. Also Wäsche ist schon nicht bloß Wäsche. Wäsche ist voll wichtig. Wie so ein of Color. BOC. Wer bist du denn? Tom. Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass das Tom ist? Hallo. 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 Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Ich bin nett. Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Oh, okay. Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Warum setzen Sie sich nicht dazu? Nein, danke. Doch, vielleicht ein anderes Idee. Mal. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Sah ich? Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Hä? Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh, ja. Ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Aber hier 2, 3 Stunden, ne? Wieder ein Typisch. Oh, da war was. Nee, war nicht. Doch, hier, genau da. Plakati-Barti. Ein Werbeplakat. Na, diesmal Harry vor. Sammelt solche alten Plakate. Er zeigt doch mal, was ist denn da? Oh Mann, der ist so ein egoistischer Stoffel. Nur Harry. Du bist ein Zauberer, Guten Harry. Guten Morgen. Hi. Hallo, Sir. Wir haben alle eine lange Leitung. Aber alle. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken. Ja, dann zeigen wir ihm doch das Foto. Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Touché. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut. Immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Was Pumps? Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry. Sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Das stimmt. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Dinge passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an.
Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber die Kutsche war kaputt. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat. Und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Nee. Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Sehe ich den nicht, als wenn er mir das William Paket William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Brücke überqueren. Oh mein Gott, das ist aber nicht alles zum Angucken, oder? Oh mein Gott. Eingang. Gebäude. Große Uhr. 2:10. Die Uhr geht falsch. Hier gehen alle Uhren falsch. Wahrscheinlich funktioniert sie überhaupt nicht. Du funktionierst nicht. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Oh, Mary. Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Ich lese die ganze Zeit Leichenhaus. Ich war keine Ahnung, was du willst. Und war so, hä, Pornshop, Leiche, hä? Privathaus. Ach, deswegen... Es macht niemand auf. Hä, privat? Na, erstmal reingehen. Müll. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen... Hauptsächlich wertloser Plunder. Gott, Sebi. Leicheneigenschaften. Alte Pappkartons, feucht vom Regen. Hier wirft Murray vermutlich alles weg, was er nicht mehr braucht. Hier ist nichts von Interesse. Ja, dann mach den roten Pfeil weg, danke. Die Tür ist abgeschlossen. Toll! Toll! Sehr gut! Auf dem Schild steht... Bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Ich habe wirklich versucht, dieses blöde Zettelchen zu lesen. Aber er hat einfach nicht... Also er hat einfach das nicht mitgemacht. Das Geschäft ist geschlossen. Du bist geschlossen. Willow Creek verlassen... Nee, der Angler, ne? Der hat doch von... Wo ist denn dieser Angler? Hab ich den einfach... Wo ist denn der Anglerweg? Weg Medi-Night.